Hallo und herzlich willkommen zu Pilze unter der Lupe. Heute möchte ich euch mal die grünspitzige Koralle vorstellen. Ja, hier ist mein absoluter Glücksgriff gelungen und zwar, ja weswegen, und zwar die grünspitzige Koralle ist in Deutschland sehr, sehr selten. Also sie steht auf der roten Liste bei RLG, Gefährdung unbekannten Ausmaßes. Ja, sie ist ein absoluter Zufallsfund und zwar, ich bin so den Weg lang gelaufen und habe dann so verschiedene Korallen mir angeschaut. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, das schaut aber komisch aus mit solchen grünen Spitzen. Habe ich noch nie gesehen. Oh ja, ich filme es einfach mal, ne? Und und das ist dabei rausgekommen. Ja, ich habe dann ein bisschen nachgeforscht und und ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken bei den ganzen Gruppenexperten bei Facebook, die mir dann diesen Fund bestätigt haben. Also herzliches Danke. Absoluter Glücksgriff. Ja, Schluss jetzt mit der langen Vorrede. Schauen wir uns die mal genauer an. Die grünspitzige Koralle ist ein Folgezersetzer und kommt vor allen Dingen an sehr morschen Nadelholz vor. Also hier sind es so alte Fichtenstümpfe. Finden kann man die Art von Sommer bis in den Herbst hinein. Namensgebend sind vor allen Dingen die grünlichen Astspitzen. Vor allen Dingen junge Fruchtkörper weisen diese grünliche Spitzen auf. Im Verlauf können sie nachdunkel und gelb bis ockerbraun werden. Die Fruchtkörper können 3 bis 6 cm hoch werden und sie sind so cremefarben, hellbräunlich oder ockerfarben gefärbt und manchmal haben sie auch so einen rosa Einschlag, vor allem im unteren Bereich. Ja, hier in diesem Wald in der Region Ingolstadt habe ich wirklich sehr, sehr viele Stümpfe gefunden, wo diese Korallenart dran wächst. Also ich schätze mal so 10 Stümpfe im gesamten Waldgebiet. Ja, hier an diesem Stumpf waren sehr, sehr viele kleine Fruchtkörper dran. Also hier den ganzen Stumpf lang, ja, also ein richtiges Massenaufkommen von ihr. Und man sieht überall diese kleinen grünen Spitzen, also hier ein bisschen schwieriger zu erkennen. Aber die sind alle so grünspitzig. Ja, ich habe dann einen kleinen Fruchtkörper mal entnommen, damit ich mir den nochmal ganz genau anschauen kann. Also sehr, sehr junger Fruchtkörper, aber man sieht auch hier schon diese kleinen grünen Spitzen. Ja, hat euch das Video gefallen, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann bald wieder bei Pilze unter der Lupe. Tschüss!